Kleiner Hinweis, dieses Review vermeidet so gut wie möglich auf die Story einzugehen. Der Kniff des Spiels wird zwar erklärt, aber den Rest dürft ihr selbst rausfinden. Dann mal los. Life is Strange wagt einen neuen Weg einzuschlagen in Sachen interaktives Geschichteerzählen. Das Spiel versucht die Entscheidungen des Spielers hervorzuheben und genau darum geht es auch, Entscheidungen treffen. Max ist ein stereotypisches 18-jähriges Mädchen, das, wie aus einem Indie-Film, aus irgendwelchen Gründen 10 Jahre jünger wirkt als alle um sie herum. Sie ist der typische, in sich gekehrte und ruhige Typ von Schüler, die jeder kennt oder selbst mal war. Nach 5 Jahren kehrt Max wieder in ihre Heimat zurück, da sie ihr Hobby, das Fotografieren, auf ihrer alten Privatschule weiter vertiefen möchte. Die Geschichte des Spiels versucht hier eigene Erinnerungen an die Schulzeit zu wecken und schafft es ziemlich gut. Aber es wäre ja kein Indie-Filmspiel, wenn nicht irgendwie Dramatik aufkommen würde. Auf der Toilette beobachtet Max, wie ein Mädchen mit einem Jungen diskutiert, was letztendlich dazu führt, dass der Junge dem Mädchen eine Waffe entgegenhält und abdrückt. Aus irgendwelchen Gründen wacht Max wieder im Klassenzimmer auf, einige Minuten bevor das Ganze passierte. In dem Augenblick findet sie raus, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Und hier ist der entscheidende Punkt, das, was Life is Strange wirklich besonders macht. Dieses Zeit-Zurückdrehen funktioniert nur in einem Videospiel. Hätte ein Charakter diese Fähigkeit in einem Film, dann würde es albern rüberkommen. Der Charakter würde einfach nach Belieben die Zeit verdrehen und aus irgendwelchen Gründen missbauen und falsche Entscheidungen treffen. Was unlogisch ist, da man ja theoretisch jederzeit die Zeit zurückdrehen könnte. Der Film Butterfly-Effekt ist übrigens ein perfektes Beispiel, warum es als Film einfach nicht funktioniert. Was jetzt nicht heißt, dass der Film doof ist oder so. Das Zeit-Zurückspielen-Feature wird verwendet, um Entscheidungen mit Bedacht wählen zu können. Etwas passiert, man entscheidet sich und sieht die Konsequenzen. Möglicherweise sollte man zurückspulen und schauen, was passiert wäre, wenn man sich anders entschieden hätte. Logischerweise hat jede Entscheidung seine Vor- und Nachteile, aber wir können jetzt bereits sagen, dass eure Entscheidungen nicht nur Episode 1 beeinflussen, sondern alle 5 Episoden des Spiels. Denn ja, das Spiel ist episodenbasiert und damit noch aktiv in Entwicklung. Ziel ist es, alle Episoden bis Herbst fertig zu haben, aber wir wissen alle, dass immer was dazwischen kommen könnte. Max nutzt also ihre Fähigkeit, um das Mädchen zu retten, womit gleichzeitig das zweite Element des Zeitdrehens eingeführt wird, und zwar die Puzzle. Die Puzzle sind, sagen wir mal, sporadisch. Es gibt sie. In der ersten Episode würden mir nun spontan 3 einfallen. Aber sie sind auf keinen Fall das Hauptaugenmerk. Life is Strange ist am besten, wenn man es selbst erlebt. Wenn man die Welt kennenlernt, in der Max lebt. Das Spiel wurde mit sehr viel Liebe designt. Das merkt man direkt am Anfang, wenn man vom Klassenzimmer zu den Toiletten streift. Der Schulgang ist belebt, voller Menschen, alles handmodellierte Figuren, die nicht aus dem Baukasten kommen. Und Max hat zu jeder Person ein paar Sätze zu sagen. Es ist einfach die Form von Interaktivität, die vielen ähnlichen Spielen fehlt. Jede Figur, der man im Spiel begegnet, hat eine Geschichte und einen Sinn und wird sicherlich in späteren Episoden wieder auftauchen. Die Dialoge kommen dabei erschreckend realistisch rüber. Die Figuren sprechen hier weder Cartoony noch Anime. Sie wirken authentisch und es hilft ungemein, um in dieser Welt abzutauchen. Einzig und allein störend ist die Lippensynchro, die teilweise einfach nicht stimmt, dass das Spiel nur auf Englisch verfügbar ist und dass die Modelle ruhig ein paar mehr Polygone vertragen hätten. Das Spiel ist alles andere als hässlich, aber man merkt vor allem an der Polygonanzahl bei den Figuren, dass man das Spiel unbedingt für die Last-Gen-Konsolen optimieren wollte. Nichtsdestotrotz ist Life is Strange eine Erfahrung und ich würde jedem dringend davon abraten, dieses Spiel in einem Let's Play zu verfolgen. Die erste Episode bekommt ihr für 5 Euro. Spielt es selbst. Dieses Spiel lebt davon, selbst die Welt zu erkunden, selbst Entscheidungen zu treffen. Als ich das Spiel vor 2 Wochen durchspielte, war mir sofort bewusst, dieses Spiel wird ein neuer Trend in der Let's Play-Szene. Aber keiner, der nur zuschaut, wird nur im Entferntesten verstehen, wie nah einem alles gehen kann. Daher rate ich dazu, 5 Euro investieren, Kopfhörer aufsetzen und dank dem hervorragenden Soundtrack in die Welt einsteigen. Dieses Spiel ist eines der ganz wenigen seiner Art und da es komplett auf Story basiert, können wir erst bei Episode 5 sagen, ob sich der Trip gelohnt hat. Daher werden wir, sobald wir Episode 5 spielen durften, dann noch ein vollständiges Review veröffentlichen mit allen Episoden. Bis dahin ist aber das Fazit, unbedingt selbst ausprobieren.